unserem Tage! Geben Sie auf, Dr. Light! Ihre Schreckensherrschaft ist vorbei! Ah, die Titans! Endlich werde ich euch alle ein für alle Mal vernichten! Ich bitte um Verzeihung, aber wo sind die anderen? Die werden jeden Moment hier sein. Bis dahin kriegen sie es mit uns zu tun. Ich würde lieber gern warten, wenn ich bitten darf. Seht ihr, diese Waffe wurde entworfen, um 5 Leute gleichzeitig zu vernichten, nicht wahr? Ist das Ihr Ernst? Es macht bestimmt viel mehr Spaß, wenn alle dabei sind. Schön, wir warten. Robin hat den allerbesten Erzfeind der Welt verdient, Silky. Also haben wir noch viel Arbeit vor uns. Jetzt muss ich an meinem wahnsinnigen Lachen arbeiten. Das klingt richtig finster. Eine gefährliche Schurkin ist natürlich umgeben von garstigen Kumpanen. Beweise mir, mein kleiner Bamgorf, dass du ein kaltes Herz hast. Oh, Wonne! Jeder Schurke braucht ein geheimes Versteck. Von hier aus werde ich die ganze Welt in Schutt und Asche legen. Und Teepartys geben. Ich nehme sie gleich in den Bärenschwitzkasten. Das ist doch kein Bärenkasten. Ja, ich glaube, da muss ich wohl schweres Geschütz aufhaben. Blumen? Da ist sie ganz schlimm allergisch drauf. Na toll, sie wird uns entwischen. Nein, sie wird uns nicht entwischen. Sie ist uns entwischt. Das hast du absichtlich gemacht. Hab ich nicht. Hast du doch. Und deswegen werden wir gleich ein Meeting abhalten. Verlass mich nicht, Bro! Geh! Bitte nicht, mein Bro! Jetzt knipse ich euch allen das Licht aus! Lass uns tanzen, Brian! Geht ab, Leute. Aber die liebe ich nicht. Die? Ja, sie ist es höchstpersönlich. Hi, Robin. Hast du mich vermisst? Nein, denn du bist bösartig.
Und ich fühle mich nur von Nettigkeit, Knuddeligkeit und Unschuldigem angezogen. Wie ein Welpe mit Ohren, die größer sind als sein Kopf. Star, hast du eine Sekunde? Ich kann nicht glauben, dass Blackfire nur hier ist, um mich zu sehen. Ist das nicht wundervoll? Jedes Mal, wenn du sie in dein Leben lässt, bricht sie dir dein Herz. Aber dieses Mal ist es anders. Nein! Sie ist eine der meistgesuchten Verbrecherinnen der Galaxie, Star. Mädel, das Mädel bedeutet Mädel, Ärger, Mädel. Sie hat doch irgendwas vor. Und alles, was ich mir je gewünscht habe, war eine großartige Schwesternbeziehung. Und Blackfire weiß ja, wenn sie mich noch einmal enttäuscht, wird es mein Herz brechen. Und Dunkelheit wird aus ihm quellen und den Fluss meiner Seele vergiften. Dann mit Gift verseucht werde ich Tod und Zerstörung über jedes einzelne Lebewesen dieses Universums richten lassen. Angefangen mit... Hey, Schwester. Färben wir deine Haare, damit wir wie Zwillinge aussehen. Ich wollte schon immer mit dir Zwillinge spielen. Schwester, Spaßzeit! Sieht super aus, Süße. Aber irgendetwas fehlt hier noch. Was ist es denn, das mir fehlt? Jetzt weiß ich's. Zensiert. Oh, diese Farbe steht hier wirklich richtig gut. Es gibt was Bedeutungsvolles, das ich dir gern sagen würde. Ich träume von uns als Schwester. Kann das warten? Das Blackfire, die ihr sucht! Tschüssikowski, Schwesterchen. Hört zu, mein Vater Trigon ist un... Trigon? Trigon? Verschlinger von Millionen von Seelen. Eroberer von zahllosen Welten. Trigon ist eins der wohl mächtigsten Wesen im ganzen Universum. Er ist dein Vater? Yep, mein Vater ist ein regelrechter Dämon, der sich am Leiden anderer ergötzt. Hauptsächlich meine. Blicket auf, Trigon! Meister der Dunkelheit, Zerstörer von Dimensionen, Versklaver ganzer Zivilisationen. Erspar uns deinen Lebenslauf, Dad. Hey, Star, schicke Maske. Sie soll überhaupt nicht schick sein. Sie soll viel mehr bedrohlich wirken. Oh, aber ich finde, sie passt gut zu deinen Augen. Bist du bereit, deine gesamte Zeit und Energie darauf zu verwenden, mir gnadenlos nachzustellen? Nur um ständig wieder enttäuscht zu werden. Das klingt super unheimlich. Sowas würde ich nie tun. Nein. Und wenn ich etwas machen würde, wodurch du mich hasst? Ich könnte dich doch nie im Leben hassen. Ich könnte deinen ganzen Jahresvorrat an Haargel vernichten. Du müsstest schon ziemlich krank im Kopf sein, um sowas... Nein! Erlaubst du mir jetzt, deine Erzfeindin zu sein? Mir bleibt keine Wahl. Du hast mir gerade das genommen, was ich am meisten geschätzt habe. Strubbelige Haare. Hurra! Nach dem Essen werden wir versuchen, uns zu vernichten. Willst du was Cooles sehen? Immer. Schau genau hin. Oh, howdy. Wow, das war verdammt knapp. Okay, ich versuche es mal mit geschlossenem Auge. Warte mal, was, wenn du ihn triffst? Wen stört das? Mich stört's. Oh, okay, ich tue es trotzdem. Howdy! Ich werde nicht zulassen, dass du Messer auf Sticky Joe wirfst. Willst du mir vorschreiben, was ich machen darf? Jemand muss es ja tun. Fenster. Er zittert vor den Bösen.
Helden von Starfire der Furchtbaren! Ich bin der Cyborg! Ich habe ein Der vor Cyborg gepackt, damit es noch böser klingt. Der Cyborg! Nicht nieder vor der Dämonin von Azeroth! Schöne Grüße von Dick Gravestone. Ihr werdet euch in die Hosen machen, denn ich bin... Beastmonster! Unsere Verwandlungen sind abgeschlossen. Wir sind nicht länger die Teen Titans. Wir sind die Legion of Doom! Den Namen gibt's aber schon. Wir sind doch jetzt die Bösen. Wenn wir einen Namen wollen, nehmen wir ihn. Jetzt bauen wir uns eine teuflische Höhle. Na, das klingt nach einer Menge Arbeit. Arbeit? Du vergisst dabei das Allerbeste. Am Bösewicht sein. Handlanger! Wer sind all diese Leute? Das sind unsere Handlanger. Diese Handlanger sind richtig gute Arbeiter. Hey, Handlangi, lang mir mal einen Käsetoast drüber. Mach zwei draus! Wieso hatten wir diese Männer nicht schon als normale, gute Superhelden? Helden haben keine Handlanger, sondern Assistenten. Und glaub mir, das kann eklig werden. Nee, ist doch großartig. Tun zu können, was man will, wann man es will. Ich warte auf den Verbrechensalarm, der alles verdirbt. Aber wir reagieren auf keinen Alarm. Unseretwegen wird doch Alarm ausgelöst. Dann geben wir ihnen dafür einen Grund, Baby. Kriminelle Zeiten. Macht Spaß, ein Böser zu sein! Wo sind wir hingekommen? Jemand hat auf der ganzen Insel Kameras verteilt. Und hat jeden unserer Schritte aufgezeichnet. Aloha, Titans! Kontrollfreak! War ja klar, dass der Meister der Medienmanipulation dahinter steckt. Als ihr auf eurer Bootstour wart, hab ich eure Yacht geschnappt, euer Gedächtnis gelöscht, hab euch auf den Inselnachbau in dieser riesigen Arena geschafft und eure Superkraft blockiert. Ha! Aber warum? Es langweilte mich, euch in eurem Titans Tower zu beobachten. Wohnzimmer, Küche, Wohnzimmer, Küche. Das wiederholt sich ständig und ist total öde. Hey, manchmal gehen wir auch aufs Dach. Und auf die Wiese. Ui, auf die Wiese. Wie aufregend. Ich wollte euch lieber zusehen, wenn ihr mal ganz woanders seid. Ich meine, wo es richtig interessant ist. Wie eben auf einer einsamen Insel. Howdy. Sorry, aber mit deiner kranken Fernsehshow ist jetzt Schluss, Kontrollfreak. Ja, wir wollen wieder in unsere normale Welt zurück. Unser Wohnzimmer. Und unsere Küche. Und manchmal aufs Dach. Vergesst nicht die Wiese. Na gut, aber eure Zuschauer werden nicht zufrieden sein. Zuschauer? Diese Show war nicht nur für mich. Ich hatte gehofft, eine riesen Zuschauermenge mit diesem Quatsch zu fesseln. Und so war es. Unser größten Gangster. Wieso verschwenden Leute, die uns hassen, so viel Zeit und Energie damit, uns zuzuschauen? Schnucki, warst du noch nie im Internet? Mama, hol mich hier raus. Die sind so doof und alle, die das liken, das ist Müll. Voll fies! Aber vergesst bitte nicht, die Meinung der Leute im Internet spiegelt nicht euren Erfolg im realen Leben wider. Na, wie auch immer. Ihr könnt versuchen, die Show abzubrechen, aber die lassen euch nicht. Nicht ohne Kampf. Aufruhr. Guckt euch diesen Haufen an. Ich sag euch, das wird so gut. Viel besser als jedes Inselabenteuer. Schön. Dann geben wir der Bande, was sie wirklich von uns erwartet. Titans, go!
Lazarat, Metri und Zimtos. Das sind einfach zu viele. Was sollen wir jetzt tun? Darauf gibt's nur eine einzige Antwort. Ja! Seht ihr? Die Inselabenteuer zahlen sich am Ende doch noch aus. Titans und Inselbewohner, go!